Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play So Blond. Wir latschen uns jetzt. Gott sei Dank ist das jetzt überstanden. Jetzt also wieder zu den Unterschriften unter der Eheerlaubnis. Carmen das Kleid bringen und jemanden finden, der die Zeremonie durchführt. Schön, dass du das nochmal zusammenfasst. Und das machen wir als erstes, indem wir ein Saufen gehen. Und dort die Dulce voll blubbern. Da. Hallo, Dulce. Ich finde es abscheulich, was ihr getan habt. Einem Mädchen so das Herz zu brechen. Das Kleid hat ihr so viel bedeutet. Jetzt lassen Sie mich doch erstmal erklären. Ich versuche gerade, Ihre Hochzeit zu arrangieren. Seid ihr denn verrückt geworden? Miguel ist im Gefangenenlager und es ist viel zu gefährlich, ihn zu befreien. An den Details arbeite ich ja noch, aber Sie müssen mir die Eheerlaubnis unterschreiben. Oh, ich habe aber nichts zu schreiben. Dann bringe ich Ihnen etwas. Warten Sie hier. Dulce, ich habe einen Stift und Tinte für Sie gefunden. Ich unterschreibe ja die Eheerlaubnis gern, aber wie sollen Sie denn je heiraten? Carmen und Miguel haben schon viel zu lange gewartet. Ich finde schon einen Weg, sie zu verheiraten. Und wenn ich die ganze Insel auf den Kopf stellen muss, Carmen wird sich ja so freuen. Nicht doch. Ihr bringt mich noch zum Weinen. Kommen Sie einfach später zum Rathaus. Was machst du da jetzt eigentlich noch? Ist doch alles sauber hier. So, der gleiche machen wir mit Mr. Bank. Señor Guzman. Mit euch spreche ich nicht, Sonny. Noch so ein Bocke. Ich weiß, dass Sie wütend auf mich sind, aber ich versuche es wieder gut zu machen. Habt ihr das Kleid zurückgebracht? Viel besser als das. Ich werde die Hochzeit arrangieren. Aber zuerst brauche ich dazu Ihre Unterschrift unter dieser Eheerlaubnis. Ich bin mir nicht sicher, ob ich möchte, dass mein Sohn heiratet, solange er im Gefangenenlager ist. Aber hier geht es nicht darum, was Sie wollen. Da habt ihr allerdings recht. Miguels Glück ist wichtiger als alles andere. Hier ist das unterschriebene Papier. Danke. Diese Hochzeit wird ja sowas von abgefahren. Kommen Sie bald rüber zum Rathaus. So. Dann müssen wir noch zu Olivia. Hallo, Sie haben das Kleid doch noch nicht geliefert, oder? Es steht aber noch. Ich habe es euch doch schon gesagt, dass ich es erst heute Abend liefere. Ich habe meine Meinung geändert und ich möchte, dass Sie mir einen Gefallen tun. Nehmen Sie das Kleid, finden Sie Carmen und bringen Sie sie dazu, es anzuziehen. Und dann kommen Sie bitte beide zum Rathaus. Warum sollte sie denn das Kleid anziehen wollen, das sie eigentlich für ihre Hochzeit aufheben wollte? Weil sie jetzt heiraten wird. Vertrauen Sie mir einfach. Es wird alles klappen wie am Schnürchen. Ich muss nur noch jemanden finden, der die Trauung vollzieht. Ah, wo ging's denn hier? Ach, hier ging's raus. So, jetzt gehen wir nochmal ins Inn. Denn wer darf Ehe vollziehen? Also, das... Trauung vollziehen, beziehungsweise hat das schon mal in Las Vegas getan.
Genau. Der klimpernde Knilch. Hallöchen. Sunny, ihr seid mein Glücksbringer. Seit ihr hierher gekommen seid, läuft das Geschäft viel besser. Ach so, hier. Wissen Sie, wo ich Elvis finden kann? Er ist an den Strand, um Gitarre spielen zu üben. Danke. Love me, Sandkorn. Love me, sweet. So, Strand. Schon ewig nicht mehr da gewesen. Jetzt irgendwie nach links, ne? Ja, genau. Haben Sie schlechte Laune? Ohne ordentliche Saiten kann man mit dieser alten Gitarre nicht das kleinste Lied spielen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich in der neuen Show auftreten soll. Das ist wirklich Pech. Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen. Im Augenblick suche ich gerade nach jemandem, der Carmen und Miguel verheiraten kann. Haben Sie nicht früher in Vegas so etwas gemacht? Ja, Ma'am. Ich habe die Lizenz, Eheschließungen durchzuführen. Sie würden sich wundern, wie viele Paare sich von einem Elvis-Imitator trauen lassen wollen. Das ist ja so cool. Können wir uns im Rathaus treffen? Nur wenn Sie auch etwas für mich tun. Helfen Sie mir, meine Gitarre zu reparieren. Okay, ich werde es versuchen. Außerdem, wenn ich eine Hochzeitszeremonie durchführen soll, müssen Sie mir auch eine Bibel beschaffen. Dann weiß ich ja genau den richtigen Ort, wo ich eine Bibel finden kann. Ja, das geht wirklich grauenhaft. Ganz schrecklich. Nix wie weg hier. Ungefähr so gut kann ich auch Gitarre spielen. So, goldene Lichtung. Okay, wäre vielleicht über den Marktplatz doch müh schneller gewesen, aber nicht sehr viel. Dschungel. Aber in das Kloster. Halt, nee. Ach, nicht rein. Nee, stopp. Noch nicht. Wir missbrauchen erstmal mit der Zange die Flugmaschine. Wer hätte gedacht, dass eine Zange so nützlich sein kann? Jetzt müssten wir nämlich Klaviersaiten haben, genau. Die können wir nämlich als Gitarrenseitenersatz missbrauchen. So, und hier ist ein Gemälde. Wenn wir das beiseite schieben. Da ist ein alter Tresor in der Wand. So,
Wir speichern mal. Speichern. Okay, und wir benutzen den Tresor. Ob da wohl etwas in dem Tresor drin ist? Stimmt nicht. Setze den Code des Tresors zusammen. Der richtige Code zeigt dich durch 4 grüne Punkte. So, wir haben ja hier noch ein Zahnrad. Da. Genau. So. Nee. Wie drehe ich den Krempel denn hier? So. Die 20 ist richtig. So, 52 und die 10. So, jetzt ist richtig. Jetzt müsst ihr noch 11, 52, 20, 1. Das ist es! Da ist etwas drin! Ja, und was ist da jetzt drin? Porträt einer wunderschönen Frau. Augenblick mal, da ist noch etwas. Ein kleiner Schlüssel. Ach, na endlich. Ein Schlüssel. Hoffentlich ist es der, den ich brauche. So, dann nehmen wir mal das mit der Kette. Hervorragend! Der Schlüssel hat das Schloss an der Bibel aufgeschlossen. So, können wir jetzt die Bibel nehmen. Jetzt kann Elvis die Hochzeitszeremonie durchführen.
Sollen wir nochmal mit Javier sprechen? Hey, Javier! Die Gitarre von Elvis muss dringend repariert werden. Haben Sie ein Buch, in dem steht, wie man das macht? Lasst mich nachdenken. Hä, Seitenaufzieher ist doch ganz billig. Da drüben in dem Regal steht etwas, das euch helfen müsste. Es ist das blaue Buch. Das Danke. Blaue Buch. Dam, dam, dam. Müsste das hier sein? Was soll ich denn damit machen? Javier hat eine beeindruckende Büchersammlung. Du sollst das blaue Buch dir schnappen. Ist das hier nicht blau? Was soll ich denn damit machen? Javier hat eine beeindruckende Büchersammlung. Manche sind in Sprachen geschrieben, die ich nicht kenne. Was soll ich denn damit machen? Sag mal. Halt! Blaues Buch, da ist es doch. Hervorragend! Da gibt es ein extra Kapitel über Saiteninstrumente. Das ist bestimmt genau das, was Elvis braucht. Bei Elvis fällt mir immer der Alligator von Sonny Crockett ein. Beste Alarmanlage, die es gibt. Ein 4 Meter großer Alligator. So, Marktplatz, das müsste schneller gehen. So, hier. Werden die gehen für ihre Gitarre? Sie passen zwar nicht ganz genau, aber ich kann sie passend machen. Haben Sie vielen Dank, Ma'am. Hier, Elvis, können Sie das gebrauchen? Haben Sie vielen Dank, Ma'am. Wunderschön. Den habe ich an dem Tag gefunden, als ich hier an den Strand angespült wurde. So, und die Bibel. Ich habe eine Bibel gefunden. Eine richtige Schönheit, Ma'am. Jetzt kann ich diese Hochzeitszeremonie für Sie durchführen. Das ist wirklich super cool. Dann treffen wir uns am Rathaus. Ist Ihnen eigentlich auch aufgefallen, dass es am Strand gar keine Schildkröten mehr gibt? Na, die rennen doch alle im Knast rum. Also, rennen, was man so rennen nennen darf bei Schildkröten. Achso, ja gut, dann quatschen wir mal an. Juan, du musst uns ins Gefangenenlager bringen, damit Carmen und Miguel heiraten können. Das kann ich leider nicht. Warum denn nicht? Du bist doch der Bürgermeister. Ins Gefangenenlager kommt man nur auf One Eyes Befehl. Oder wenn man ein Verbrechen begangen hat. Was für eine Art Verbrechen denn? So ziemlich jedes schwerwiegende Vergehen. Betrunkenes Randalieren in den Straßen,
Winde fahren lassen in Gegenwart einer Dame und solche Sachen. Womit habe ich das denn verdient? Ich bin ein ganz übles Subjekt. Du solltest mich verhaften und ins Gefängnis stecken. Ich vergebe dir. Du hast es sicher nicht so gemeint. Ich habe es sehr wohl so gemeint. Du musst mich verhaften. Das hat wirklich wehgetan. Ich werde dich verhaften, damit du nicht noch mehr Schaden anrichten kannst. Die anderen musst du auch alle verhaften. In Ordnung, in Ordnung. Die anderen sind hiermit auch alle verhaftet. Die anderen sollten dich besser auch schlagen, damit alles seine Ordnung hat. Können wir nicht einfach so tun, als hätten sie mich schon geohrfeigt? Aber es muss alles so authentisch wie möglich sein. Willst ja nur, dass er einer reinkriegt. Na gut, nur bitte nicht ins Gesicht, ja? In die Eier. Nicht ins Gesicht! Nicht ins Gesicht! Kann ich bitte zu Häuptling Bajari? Häuptling Bajari, Inaru Karaya ist hier, um euch zu besuchen. Hallo, Häuptling. Was ist denn los? Wir alle hier sind wegen Körperverletzung verhaftet worden und müssen ins Gefangenenlager eingesperrt werden. Das ist doch lächerlich. Herr Bürgermeister, könnt ihr mir sagen, was hier vor sich geht? Sunny hat recht. Diese Leute hier haben sich zusammengerottet und mich angegriffen. Ihr seht aber nicht so aus, als sei euch ein Haar gekrümmt worden. Hey, ich habe immerhin blaue Flecken. Ihr denkt wohl, ich sei von gestern? Das ist doch nur eine fadenscheinige Entschuldigung, um die Gefangenen zu besuchen. Ja? Wir haben ihn wirklich angegriffen. Aber eigentlich haben wir einen anderen Grund, weswegen wir ins Gefangenenlager müssen. Wusste ich's doch. Häuptling wird man ja schließlich nur, wenn man auch was im Köpfchen hat. Ich habe eine Hochzeit zwischen Carmen und Miguel arrangiert. Ich kann Miguel aber nicht freilassen. Deswegen müssen diese Kriminellen hier auch für ihre Untaten eingesperrt werden. Ah, aber natürlich müssen sie das. So ein Verhalten können wir nicht ungestraft durchgehen lassen. Wache! Lass den Bürgermeister diese Gefangenen ins Lager hineinführen, damit sie ihre Strafe absitzen. Wenn die Trauung stattgefunden hat, werde ich eine Feier organisieren. Ich liebe Hochzeiten! So, jetzt stehen sie alle rum wie bestellt und nicht abgeholt. Wir sprechen mal mit Kleiner Felsen. Ach nee, Carmen. Carmen, was ist los? Ich wollte, dass heute ein perfekter Tag wird. Du wirst jetzt heiraten und du siehst wunderschön aus. Was könnte denn noch perfekter sein? Miguel, er sieht nicht aus wie der Mann, in den ich mich verliebt habe. Ja. Aber es ist doch noch derselbe Mann, oder? Miguel, der Sohn des Bankiers. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass er im Innern noch derselbe Mann ist. Aber sieh ihn dir doch an. Seine Kleider sind dreckig. Und mit dem Vollbart, der ihm gewachsen ist, hätte ich ihn kaum wiedererkannt. Ich hatte mich so darauf gefreut. Und jetzt droht meine Hochzeit ein Reinfall zu werden. Überlass das mir, ich werde das schon hinbiegen. Was für eine oberflächliche Ziege. So, dann quatschen wir mal mit Juan. Juan, hilfst du mit? Wenn ich kann. Haben Sie ein Rasiermesser und ein paar Ersatzkleider? Zu Hause, ja. Dann gehe ich sie holen, ich bin bald wieder da. Das kannst du nicht. Du bist doch gerade erst verhaftet worden. Du musst es ja nicht so genau nehmen, oder? Diese Hochzeit hier droht zu platzen. Und nach all der Arbeit, die ich investiert habe, lasse ich das auf keinen Fall zu. Nun, ich nehme meine Pflichten als Bürgermeister allerdings sehr genau. Dann musst du eben gehen und die Sachen selbst holen.
Oh, na gut. Wenn es sein muss. So, jetzt spielen wir nämlich Juan. Ist das nicht toll? Und was wir mit dem alles für einen Unfug anstellen, das gucken wir uns im nächsten Video an. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.